Ja, hallo. Wir haben heute einen ganzen Kofferraum voll von Vollmachtsformularen hier eingeladen. 28 dicke Ordner sind das mit Formularen von Leuten, die unsere Verfassungsbeschwerde unterstützen gegen den ESM und gegen den Fiskalvertrag. Das wird jetzt heute nach Karlsruhe gehen und wird dann beim Verfassungsgericht übergeben werden. Wir warten natürlich die Entscheidung heute Abend ab im Bundestag und im Bundesrat. Und sobald das dann durch ist, was wir ja befürchten, dass es so kommen wird, wird unser Eilantrag wirksam. Das heißt, wir beantragen, dass vorerst dieses Ratifizierungsverfahren gestoppt wird vom Bundesverfassungsgericht, dass Herr Gauck vorerst nicht unterzeichnet, was er ja schon zugesichert hat. Aber wir möchten natürlich auf Nummer sicher gehen und werden diesen Eilantrag einreichen. Ja, das war heute Morgen ein ganz gigantisches Bild hier vor unserem Büro und hier unten im Hof. Also ein Kofferraum voll mit Unterstützerinnen und Unterstützerunterschriften. Das ist super toll. Wir sind alle wirklich noch ganz begeistert und auch ganz überrascht von dieser Flut, die uns da in den letzten Tagen und Wochen erreicht hat. Wir sind regelrecht überschwemmt worden im Berliner Büro und konnten das nur bewältigen durch die Hilfe von ganz vielen Ehrenamtlichen, vor allem hier aus Berlin, die uns geholfen haben zu sortieren, zu alphabetisieren, in Ordner zu heften. Also an diese Menschen einen ganz großen Dank und natürlich der größte Dank an alle unsere Unterstützerinnen und Unterstützer, die hier mit ihrem Namen dafür stehen, dass wir die Souveränität in Deutschland nicht abgeben, ohne dass wir vorher dazu gefragt werden und dass wir selber darüber entscheiden, wie viel Europa wir in Zukunft haben wollen. Und was ganz wichtig ist, das ist natürlich heute nicht beendet mit diesem Eilantrag, sondern das Gericht muss ja jetzt entscheiden. Wir sammeln währenddessen aber weitere Unterstützerinnen und Unterstützer. Das heißt, man kann in den nächsten Wochen sich dieses Formular noch von www.verfassungsbeschwerde.eu runterladen, kann das hier ins Berliner Büro schicken und das wird in einem zweiten Schwung auf jeden Fall noch eingereicht. So, wir fahren jetzt nach Karlsruhe und reichen dort die Verfassungsbeschwerden ein und dann müssen wir mal abwarten, was Karlsruhe sagt. Aber währenddessen wird schon auf der Ebene der Europäischen Union der nächste Schritt getan. Es wird eine Wirtschafts- und Finanzverfassung geschrieben, wieder hinter verschlossenen Türen. Und genau hier müssen wir einsetzen, denn wie auch immer Karlsruhe urteilen wird, der nächste Schritt muss sein, dass die Bürgerinnen und Bürger sich um die Zukunft Europas kümmern. Und dazu brauchen wir einen direkt gewählten Konvent, der in Ruhe und mit Alternativen und guten Ideen die Zukunft Europas sich überlegt, einen Vorschlag macht und den Ländern und Völkern Europas vorlegt, sodass diese dann in Volksabstimmungen alle an einem Tag darüber befinden, ob sie diese Idee gut finden und da mitgehen können oder nicht.